So, hallo, ich begrüße euch zur nächsten Folge GeoGuessr. Das könnte wieder eine etwas verschlafene Folge werden, weil ich wieder keine Folge habe für morgen und heute noch nicht dazu gekommen bin. Manchmal denke ich mir, keine Folge wäre besser als so eine verschlafene Folge, aber vielleicht kriegen wir ja auch was hin. Wir werden sehen. Daily Challenge. Ah ja. Also, rein von der vom Klima her ist es ein sehr warmes Gebiet. Also irgendwas Südliches. So verdorrte Bäume und sowas, na, das ist was sehr Südliches, würde ich sagen. Also nicht Europa. Ich würde mich jetzt hier nicht in Europa sehen aktuell. Naja. Häusertechnisch. Naja, vielleicht sollte ich mich nicht so voreilig sein. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Wenn wir überhaupt irgendwo rauskommen. Ich muss jetzt halt erstmal ganz lange fahren. Da war jetzt ein Haus. Wenn da drin mal jemand einen Herzinfarkt hat, ist scheiße. Ah, guck mal, ein Auto. Sind wir an dem Auto? Okay. Ah, wait, wir fahren links. Sind ja nicht so viele Länder, bei denen das möglich ist. Wir haben englische Sprache. Das ist keine englische Gegend. Sind wir hier in... Oh, scheiße, fährt man in Australien links? Ah, wenn ich jetzt wieder wüsste, ne? Sand and Salt. Open 7 Days. Ich will doch nur ein kleines Stück. Oh, heißt es. Es gibt kein kleines Stück. Ah. Das reicht mir nicht. Huch. Straßenschild. Straßenschild. Nee. Zu klein. Dahin. Straßenschild. Laggen, Roslin, Woodhouse, Allee und die andere Richtung. Ja, moin. Also die Qualität von dem Foto hier ist godlike. Es wird nicht besser. Ja, keine Ahnung. Nützt mir, glaube ich, auch nichts, wenn ich jetzt in die... Aber es ist so, ne, das ist so staubig, der Weg. Ich gehe nach Australien, keine Ahnung. Jetzt wird es mich halt mit der Linksfahrerei, wird es mich jetzt wahrscheinlich rauskicken. Bin mir nicht sicher, ob man in Australien links fährt. Wenn in Australien fährt man doch nicht links. Ach, F. Man fährt in Australien links. Allerdings habe ich mich viel zu weit verschätzt und deswegen nicht. Viele Punkte bekommen. Welche Städte haben wir da lesen können? Keine, die groß sind, ne? Nichts, woran wir jetzt was hätte erkennen können. Da sehe ich dieses Laggan. Da sehe ich Laggan, okay. Woodhouse Lee, da ist hier das hier, okay. Na gut. Na gut. Na gut. Meinetwegen. Also, merken, Australien. Links. Ich glaube, das hat sogar heute jemand in die Kommentare geschrieben. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir fahren jetzt nicht mehr links, wir fahren jetzt rechts. Damit ist Australien raus. Ja, könnte wieder so eine... Okay, da kommt ein Straßenschild. Da ist es weg. Wieso ist man so schnell unter den Schilden? Schild. Da ist mein Schild. Oha. La Dormida Mendoza, Retorno, Kilometer 932, Salida 1500 Meter. Tja. Ich sehe uns irgendwo in Südamerika. Finde ich auf die Schnelle Salida. Ist das ein großer Ort? Oder was war das andere? Oder Mittelamerika kann es natürlich auch sein. Ne? Ich sage immer Südamerika, wenn ich beides meine. Wo ist das Schild? Da ist das Schild. Plötzlich taucht es wieder auf.
La Dormida Mendoza oder Retorno Salida? Puh. Das ist halt wieder fröhliches Rumraten, logischerweise. Was bleibt mir übrig, ne? Soll ich mal nach Mexiko gucken? Wir gucken mal nach Mexiko. Merida. Es gibt eine Stadt, die heißt Chihuahua. Okay. Es gibt eine ganze Region, die heißt Chihuahua. Kommen da die Hunde her oder was? Ist die Region nach den Hunden benannt oder umgekehrt? Man weiß es nicht. Jetzt sind wir in den USA gelandet. Ja, Mist, ich müsste näher ran, wenn es in der Region. Oh, verdammt, ich werde jetzt irgendwas in Mexiko anklicken und hoffen. Ich werde jetzt irgendwas hier anklicken und hoffen, weil ich habe nur noch 10 Sekunden. Was bleibt mir anderes übrig? What? Das hat nicht funktioniert, das war Argentinien. Mendoza, da hätten wir es sogar, wenn ich hätte gar nicht so nah ranzoomen müssen, hätte ich Mendoza sogar gesehen. Ach, gucke mal. Hier hätte man Mendoza noch nicht gesehen, aber wenn ich hier ranzoome, dann hätte man Mendoza zumindest gesehen. Okay, ist gar nicht mal so eine kleine Stadt dann. Gar nicht mal so eine kleine Stadt dann. Ja, schade. 68 Punkte. Det war nisch. Okay, ich habe. So spontan habe ich ja so ein bisschen griechische Vibes. Das ist nicht griechisch. Ist das Hebräisch? Es hat so einen Touch von Griechenland, aber es ist nicht griechisch, ne? Aber ist das Hebräisch? Könnte auch passen, ne? Dass wir so in Israel vielleicht sind. Oh. Kann ich alles nicht lesen. Hallo, darf ich überhaupt wohin fahren auf diesem Parkplatz? Kann ich bitte rausfahren aus diesem Parkplatz? Danke. War es eine Stadt? Oder zumindest da bevölkert. Oh, okay, Israel sieht nicht so. Nicht so aus. Wait a moment. Doch? Ist das nicht die israelische Flagge? Aber wo sind wir dann hier? Wo gibt's denn Palmen in Israel? Ja, wobei es ist ja nahezu. Tamar Street, nützt mir nichts. Ich bin jetzt hier mitten im Wohngebiet, da komme ich nicht auf die Stadt. Da komme ich nicht auf den Stadtnamen, wo ich bin. Was ist jetzt? Bin ich hier in der Sackgasse gelandet? Was ist das denn? Kann man hier wieder rausfahren aus diesem Wohngebiet auf die Hauptstraße? Das sieht doch ganz gut aus. 40 Sekunden. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor ich Israel. Ich kann schon mal in die Nähe von Israel gehen. Es wird auf jeden Fall was ja klar. Am Meer sein. Caesarea, Tel Aviv. Tel Aviv? Tel Aviv? Osterhabor ist egal, Tel Aviv. Ab dafür.
Nice. Nice. Das lief mal gar nicht so schlecht. Okay. Nehme ich mit. Campsite open all year, low belle cotier campsite. Schon mal englische Sprache. Also sind wir in irgendeinem englischsprachigen Gebiet. Ich würde sagen Großbritannien. Das hier sind sowas von typische Straßen für Großbritannien. Ne, so typische Rallye-Straßen. Das ist Mill Road Clip. Das ist. Wir sind safe in Großbritannien. Con Herbie Walks, die Frage ist nur wo. Wir sind safe in Großbritannien schon mal. Wohin fahren wir am schnell? Wohin kommen wir? Wie kommen wir? Oh, da ist noch ein Schild. Onk? Onk irgendwas? Onchan? Oh mein Gott, wir hatten Onchan schon mal. Wo war das? Wo war das? Das war nicht in Großbritannien. Scheiße. Oder war das so eine Irland-Region? War das nicht so eine Irland mit Onchan? War das nicht? Oh mein Gott. Ich hab das doch schon mal gelesen, Onchan. Clipsmore. Wo war das? Ich habe das schon mal gelesen. Irgendwann hatten wir das schon mal so eine Region. War das so eine Wales-Region? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ah, jetzt traue ich mich wieder raus. Wir hatten Onchan schon mal gelesen. Erinnerung kommt zurück. Scheiße, ich weiß es nicht. Wir fahren mal ein bisschen weiter. Vielleicht kriegen wir noch in 38 Sekunden irgendeinen brauchbareren Hinweis. Das ist kein brauchbarer Hinweis. Das ist ein brauchbarer Hinweis. Clipsy Queer Car Park and Clips Kerowodo Reservoirs. Isle of Man! Isle of Man! Ja, scheiße, wo ist die? Wo ist die? Oh, fuck my life. Da. Richtig, da war das. Da war das. Baby. Das war die Isle of Man. Ich wusste, irgendwo da war das. Nicht Irland, nicht Wales. Es war die Isle of Man. Der Hinweis kam böse rein. Puh. Sportlich. Uff. Oh, ich habe Musik vergessen, Leute. I'm sorry. Ich mach sofort die Musik an. So. Technica de Calcul, irgendein Rechenzentrum. Satzamitas Technica. Drill Consensus KFD. Mit Yin und Yang-Zeichen. Ach ja, aha. Toll. Was sagt mir das? Nix. Außer dass ich so. Da ist ein großes Haus. Özcigiteles, Lukaks Alpins. Das ein Hotel? Das ist wieder eine Flagge, die ich erkennen müsste. Right. Was ist es? Rot, rot, gelb, blau? Welche habe ich letztens nicht erkannt? Rumänien. Was hatte Rumänien? Hatte Rumänien auch rot? Ajovo Bajinoga, Birkostas.
Jetzt kommt wieder Flo um die Ecke, der sagt, wenn das so ist, dann ist es das und das Land und ich habe schon wieder vergessen, was er gemeint hat. Ist deine E-Mail-Adresse drauf? Infanterie-Richtung. Zurück. Oh, wait, ist hier auch eine E-Mail-Adresse? Marathon Aaron Ishuhasba. Pensione Bedöffi. Wo ist das Ding? Das. Oha! Targumuris Maros Rittings irgendwas. Keine E-Mail-Adresse. So viele Schilder und keine E-Mail-Adresse. Könnt ihr mich veralbern? Es sind bestimmt so viele Hinweise, mit denen ich jetzt was anfangen hätte können. Ihr habt die alle schon erkannt und ich erkenne die einfach nicht, ne? Unding ist das. Pension, Pension, das nützt mir alles überhaupt nichts. Ich klicke gleich einfach mitten in Rumänien rein. Und werde mich komplett ärgern. Klick einfach mitten in Rumänien rein, was soll's? Nee, nicht Rumänien, Ukraine, oder? Ach Leute, keine Ahnung. Ab dafür. Warum verlasse ich mich nicht auf mein Bauchgefühl? Ich habe die ganze Zeit gesagt Rumänien. Dann lese ich Ukraine. Dann ist mein Kopf so... Hey! Du bist dumm! Vielleicht ist es doch Ukraine. Klick doch Ukraine an. Du warst zwar die ganze Zeit auf Rumänien, aber hey, klick doch Ukraine an. Wo waren wir? Da waren wir. Wieso? Wieso? Ich hab's doch sogar an der Flagge erkannt. Kopf? Warum Kopf? Warum machst du das mit mir, Kopf? Das war peinlich, Kopf. Muss das sein, Kopf? Okay. Parod Battle Roll gehen auf jeden Fall noch. Ei, ei, oh, direkt eine Homepage, die wahrscheinlich mit Com aufhört. Ja, danke für die beste Homepage. Okay, ich habe asiatische Vibes. Nein, ich habe türkische Vibes. Ja, wobei Türk... Ja, ich hatte mal meine Klappe. Muss er noch weiter umgucken. Was denn hier? Geschlossen oder was? Alusel. Ich komme weder in die eine Richtung noch in... Hallo? Jetzt. Latino 89. Ah ja. Das ist mal eine schöne Stadt. Wo sind wir denn hier? Das muss ja eine große Stadt in der Türkei sein. Sind wir in Ankara oder sind wir in Istanbul? Ich glaube, wir sind in Istanbul, aber ich weiß es nicht. Ja, wir waren jedenfalls in der Türkei. Er zeigt sie leider nicht an. Okay, was steht da? Na. Zurück. Fakultät de Medizina. Dr. Ricardo Bacherer. Oh, verflucht. Ich wette, manche könnten anhand der Symbole hier jetzt das Land rauskriegen. Oh oh. Hier, die ersten raten schon los. War falsch.
Wenn ja ganz wilde Flaggen geraten. Oh, das hatten wir. Das war das haben wir, war das Panama? Dieses rot-blaue Sterndings? War das Panama? Ja, das war Panama, was da geraten wurde. Also raten die gerade alles so in dieser. Also raten die gerade alles so in der Ecke hier rum, ja. Irgendwie hängt gerade alles. Wurde Honduras schon geraten? Bolivien. Okay. Ja, es war so die ganze Ecke. Hat man ja auch gemerkt, wo sie alle rumgeraten haben. Daran habe ich jetzt versucht, mich zu orientieren und ein bisschen in der Ecke rumgeraten. Aber Bolivien. Hätte ich ein bisschen mittiger gehen müssen bei Südamerika. Also irgendwie hängt gerade alles. Was ist los? Ja, reconnecte mal. Ja? Schön, dass die Hälfte der Zeit schon wieder abgelaufen. Wow, das sieht voll entweder deutsch oder österreichisch aus. Oder halt vielleicht auch ein bisschen tschechisch oder so. Wir haben hier keine Straßenschilder? Come on. Ha! Straßenschild zurück, zurück, zurück! Zurück! Junge! Ja, Straßenschild, geh halt hin. Hotel Paris, Hotel Monte Carlo? Was? Was? Wo sind wir denn? Ja, was klingt jetzt an? Ist doch nicht Frankreich. Ich meine, ich hab's angeklickt, weil ich hab's halt probiert, aber. Halt auch Quatsch. Ich habe keine griechischen Zeichen gesehen. Was soll das sein? Wo sind wir? Sind wir in Marokko? Andorra. Ah! Das kleine Andorra war es wieder. Ja, da sind ja natürlich auch die Alpen. Ja. Also zumindest so eine Bergregion. Es müssen doch die Alpen sein. Logisch. Eieiei. Ach Gott, schon wieder sowas. Entrada y salida de volcanes. Ah, Incidad de Obra. Okay, da ist eine große. Fucking Bogota. Wo ist Bogota? Wo ist Bogota? Oh mein Gott. Bogota. Kriege ich Bogota hier irgendwo groß? Oh Gott, Bogota, man kennt das, man kennt den Ort, man kennt den Ort, aber ich weiß nicht, wo Bogota ist. Wie nah muss ich ran, dass er Bogota mir anzeigt? Oh no, Leute. Ich versau, weil ich Bogota nicht weiß. Aber Bogota kennt man. Wo ist Bogota? Gute Welt, wo ist Bogota? Probier einfach irgendwas durch. Wo ist Bogota? Ich finde Bogota nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Bogota ist. Muss doch hier irgendwo in Afrika sein. Mosambik. Schade. Schade. Wo war's? Kolumbien, scheiße. Entschuldigung. Kolumbien. Ah ja, völlig falsch. Hätte ich das ge jetzt mal ganz kurz Test. Jetzt mal ganz kurz der Test, wenn ich hier drüber gefahren wäre. Wenn ich irgendwo in Kolumbien. Oh mein Gott, es würde halt sofort auftauchen. Ah! Ich wusste, Bogota ist eine scheiß große Stadt. Aber ich hab's halt in Afrika verortet. Mist.
Ist sogar die Hauptstadt von Kolumbien? Virgen del Carmen. Wende. Aquawende. Ach, come on. Wait, da war eine Flagge. Zurück. Ja, geil. Dachte mir jetzt richtig viel, ne? E-Mail! Komm, nix komm, nix komm, nix komm! Der Diener, nächste. Nix komm! Ich bin eine gescheite Domain-Menschen. Genau. Die gehen alle auf Südamerika. Kolumbien. Schade, Peru. Oh, was? Uff. Pures Glück. Lucky guess. Lucky guess. Yo, das könnte Bangkok, Indien sein. Ganz spontan. Und ich muss auch gleich hinklicken, weil die probieren es alle aus, glaube ich. Ich glaube, die probieren es alle aus. Ich kann es nicht auswählen. Einfach falsch. Bangladesch. Ich wollte es gerade. Immerhin hätte ich es gewusst, aber zu langsam, weil ich Indien als erstes versucht habe. Ha! Okay, Griechenland. Ich habe Griechenland-Vibes. Kriegen wir griechische Schriftzeichen? Ach, come on. Wir haben auch keinen Bock auf griechische Schriftzeichen, ne? Das ist euer Ernst? Ist es da nicht Griechenland oder habe ich einfach nur gerade Pech und die sind halt international unterwegs? Ich da die ganze Zeit anklicke. Das ist auch alles kein Griechenland. Nee, okay, es ist nicht Griechenland. Mist. Mist. Dann ist es wieder irgend so ein Dingsland. Ja, viel zu, keine Ahnung, Ägypten. Wurde noch nicht ausprobiert. Ist es nicht. Libyen wurde noch nicht ausprobiert. Ist es nicht. Algerien wurde noch nicht ausprobiert. Ist es auch nicht. Es war Malta. Natürlich war es Malta. Ich fände es schön, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte. Wenn nicht die Zeit hier oben ablaufen würde, sondern wenn es einfach darum ginge, so die ersten. Also gut, hier jetzt, ja, hier braucht man eine Zeit, die abläuft, aber bei dem anderen würde es doch reichen, wenn man sagt, die nächsten 8 schaffen es einfach. So, und Zeit weiter ist nicht relevant. Das ist ärgerlich. Ja. Revidöd. Ich habe nordeuropäische Vibes. Ich habe nordeuropäische Vibes. Und die anderen auch. Die anderen auch. Okay, go, go, go. Achso, jetzt müssen wir eigentlich nicht go, go, go machen, ne? Könnt jetzt alle durchklicken, bis auf die, die da oben schon sind. Norwegen ist schon da oben. Schweden ist auch schon da oben. Finnland ist noch nicht da oben. Es ist nicht Finnland. Island ist schon da oben. Oha. Was hat denn noch solche, so Ö-Dinger, keine Ahnung. Estland ist noch nicht da oben. Ha! So macht man's. Bisher nur 2 Leute richtig. Wenn die Zeit jetzt abläuft,
Spielen wir zu zweit um ein. Okay, wir spielen zu dritt um zwei Plätze. Muss jetzt aber richtig fix sein, das ist das Problem. Wenn die jetzt schon was einloggen, bin ich am. Oh mein Gott, das sieht bestimmt total bekannt hier aus nach irgendwas. Bestimmt kennt man hier irgend. Was? Lukuna wird. Hä? Kann ich. Ich sehe nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr klicken. Was ist mit. Sag mal, sind es die GeoGuessr-Server? Mein Internet ist doch top. Holy shit. Da, was ist da? Da sind ganz viele Zettel. Ich will da hin. Also Zettel nicht, sondern sowas da. Autoscola. La, irgendwas. Kiosk. Doni Tennis. Ich will da hin. Wie komme ich da hin? Hier außen rum oder was? Oh, jetzt fährt er da wieder. Aber ich kann da nicht abbiegen. Oh, ich kann doch hier rein. Nützt mir das was? Nee. Es hat keiner was geschätzt. Kann ich auch einfach irgendwas probieren? Aber drittes darf ich nicht ran, sonst bin ich raus. Serbien. Oh, ich hätte da weiterraten. Ich hätte in der Richtung weiterraten können. Es war gar nicht so verkehrt. Es war gar nicht so verkehrt. Oh, das sieht irgendwie deutsch aus. Okay. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wo das ist, aber es muss ja irgendwas Deutsches sein. Hä? Wo soll denn Oberholz? Ist das dann Schweiz? Puh. Mein Ja, wegen den weißen Schildern. Unsere Schilder werden ja orange. Ich war halt wegen Oberholz, war ich erstmal auf Deutsch. Yes! Ah, der andere hat es auch geschafft. Ja, geil. Das ist meine liebste Stadt, okay. Ja. Ah, da war ein Schild, da war ein Schild, da war ein Schild. Waren da japanische Schriftzeichen drauf? Ja. Ab dafür. Ich habe drei Herzen. Ich muss durchprobieren. Ich muss einfach nur durchprobieren. Japan. Yes! Mit der Nummer kann man besser aufhören als mit einem Erfolg. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich glaube, ich steigere mich ein bisschen zu sehr rein. Kann das sein?